Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Aquana-Special. Ihr wisst ja, ich liebe Aquana und das seit der ersten Generation Pokémon Blau, seit ich mein Evoli zum ersten Mal in ein Aquana entwickelt habe. Es hat mich lange Zeit begleitet und es war auch das erste Pokémon, das ich auf Level 100 trainiert habe. Ohne irgendwelche Sonderbonbons gecheatet durch Missing No, einfach nur indem ich Spaß dran hatte, ein und andere Mal die Pokémon-Liga zu machen und erneut Champ zu werden. Ja, die Geschichte zwischen Aquana und mir, ihr seht, die ist schon relativ alt und deswegen habe ich heute etwas, das einfach sein muss, ja. Wir haben heute eine wunderschöne Box und zwar Aquana WiiMax Premium Kollektion. Wir sehen hier, es spiegelt zwar ein bisschen, aber warum auch immer. Wir sehen hier Aquana, wir haben hier eine Riechkarte, wir haben zwei Special-Karten, wir haben hier oben einen Pin, den wir gerade noch nicht so wirklich sehen können. Ja, eine Box zu Aquana. Und ich meine, oh mein Gott, das ist cool. Was haben wir denn hier? Meister des Wassers, Aquana WiiMax. Mit einer Macht so groß wie das Meer ist Aquana WiiMax eine Kraft von enormer Stärke und Tiefe. Dieses waschechte Pokémon WiiMax liefert eine Powerströmung zum richtigen Zeitpunkt. Die gesamte Stärke und unermüdliche Kraft von Wasser-Pokémon vereinen sich in einer einzigen außergewöhnlichen Entwicklung. Ein Pokémon, das jeden Kampf mit der Gewalt der Ozeane überflutet. Schlage Wellen und bereichere deine Sammlung mit Aquana WiiMax. Meeresschätzen. Ich meine, das klingt ziemlich stark. Wie ich das bei Spielen gerne mache, habe ich auch noch gerne ein Jahr. 2021. Das ist nicht mehr ganz so neu, wie es sein könnte. Was haben wir da noch? Nummer 134, Wasser. Was haben wir da drin? Eine geprägte Karte mit Aquana WiiMax, eine Vollbildkarte mit Aquana Wii, eine geprägte überdimensionale Karte mit Aquana WiiMax zum Ausstellen, werde ich machen, in der Tat, einen bunten Pin, 5 Booster-Packs des Pokémon-Sammelkartenspiels und eine Codekarte für das Pokémon-Sammelkartenspiel. Ja gut, ich würde sagen, wir versuchen das mal aufzumachen hier. Ich meine, wenn schon Aquana, dann richtig. So, sieht es das an. Karton, gehen wir bitte weg, vorläufig. So, einfach weggeworfen. Okay, nehmen wir das Ganze mal auseinander. Wie ist das jetzt aufgebaut? Zwei Karten sind einfach irgendwie da drin verstaut. Okay. Plastikmüll. Kann alles direkt weg. Dann versuche ich die Karte. Okay, sie fallen einfach raus. Auch gut. Okay. Dann haben wir als erstes das hier. Aquana Wii. Wir haben Dreifachzug, ziehe drei Karten und Platschersprung. Tausche dein Pokémon gegen ein Pokémon auf einem deiner Bank aus. Ich meine, die Karte ist ziemlich schick. Die ist wirklich ziemlich schick. Legen wir den mal kurz zur Seite. Und dann haben wir noch das hier. Und die sieht wirklich fantastisch aus. Aquana WiiMax. Dynamax. Blubkapsel. Lege ein Wasser-Pokémon aus deinem Ablagestapel auf deine Bank. Wenn du das machst, lege bis zu 3 Energiekarten aus deinem Ablagestapel auf jedes Pokémon an. Das ist ziemlich gut, glaube ich. Und deiner Sturzbach. Wenn auf deinem aktiven Pokémon deines Gegners mindestens eine Schadensmarke liegt, fügt diese Attacke 100 Schadenspunkte mehr zu. Was? Nur 200 für 3 Energiekarten. Das ist ziemlich schick. Und auch die Karte, die ist wirklich wunderschön. Das Ganze haben wir dann auch noch in überdimensional. Ich glaube, ich würde mir die wirklich an die Wand hängen. Ich meine, oh, wir haben noch ganz viele Pokémon hier. Wir haben eine Milotic, Barschwa, wir haben einen Mantax mit Remoraid. Wir haben Quabbel. Wir haben hier, ne? Lusadin. Habe ich was übersehen? Ich glaube nicht. Doch! Da oben ein kleines Seeper. Seht ihr es? Ich hoffe. Oh, die Karte ist wirklich wunderschön. Die gefällt mir. Okay, und dann haben wir 5 Booster. Nehmen wir raus. Oh, wir haben. Hey, wir haben sogar 2 Pins. Was zum Was? Moment. Seht ihr das? Wir haben 2 Pins. Ich glaube, das sollte nicht so sein, oder? Oh, coole Sache das.
Ist einfach ein Pin zu viel drin. Moment, ich krieg das raus. So. Das könnte ein ziemlich cooler Orden sein, finde ich, aus der Pokémon-Liga. Stell es bitte mal scharf hier, Kamera, ne? Wir werden das. Oh, das ist ziemlich schick. Wie gesagt, wir haben sogar zwei. Oh, das ist ziemlich cool. Das ist ein Zeichen. Das hat ein Zeichen. Ich hoffe, man hat diese Karte jetzt noch nicht unbedingt gut gesehen, weil... Ja, nee. Das machen wir weg, so. Und dann haben wir hier 5 Booster Packs. Kampfstille, Drachenwandel, Fusionsangriffe, Schaurige Herrschaft und nochmal Fusionsangriffe. Ich glaube, wir starten. Moment. Ich mag Galazapdos. Kommt zum Schluss. Drachenwandel. Das, das und das. So. Wir starten mit Fusionsangriff. Wer weiß, ob wir heute Glück haben oder nicht. Ich meine, es wäre langsam aber sicher mal an der Zeit. Ja gut, das habt ihr jetzt gesehen, deswegen kann ich das auch gleich einblenden und dann wegschmeißen. Ne, ich meine. So, und dann 1, 2, 3, 4 Karten waren es, oder? Ich glaube, ja. Okay, wir haben eine Wasserenergie. Passend zu Aquana. Moment. Ich muss die Aquanas noch irgendwie drin haben. Machen wir es so. Machen wir so. Und wir machen so. Ne? Das ist doch schick. Okay, wir haben eine Wasserenergie. Die passt schon mal sehr gut. Dahin. Kalmalm. Dann haben wir Camillas Glanz. Ja, Camilla ist auch schon ein paar Generationen alt. Fusionsangriffenergie. Schnuthelm. Sieht ziemlich cool aus. Shinux. Oh, na, oh, shit, haben wir alles gesehen. Evoli. Dann haben wir Sodamak. Cotini. Ein Geowas. Das cool aussieht. Und ein Meluetta. Naja. Ups, sorry, Kamera. Ich wollte dich nicht zweimal hauen jetzt. In Folge. Nehmen wir als nächstes das hier: Kampfstühle. So, Knister, Knister. Jetzt hätte ich es so auspacken, dass man den Code nicht sehen kann. Ausnahmsweise mal. So. Code kommt weg. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4. Okay. Elektroenergie. Passt nicht zu Aquana. Hat sie überhaupt nicht. Dann haben wir fusionierte Angriffsenergie. Ein Levelball. Noctuska, das irgendwie gerade ertrinkt hat. Ich weiß es auch nicht. Ein Krebskorps. Das irgendwie nicht scharf gestellt wird. Doch jetzt. Galafleckmon. Ausschweifen, okay. Ein Praktibalk, das gerade am Bauen ist. Bitte fokussieren. Ein Gispsiau und ein Elektek kommt auch noch gleich zum Vorschein. Ein Funkelfunkelklaufenser und Psiaugon. Ich meine, warum nicht? Warum nicht Psiaugon? Ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber... Ja. Wir würden gerne was anderes sehen. Okay. Als nächstes wieder Fusionsangriff. Ah, oh, diese Booster, ne? Das ist nicht mehr so wie früher. Die gehen halt wirklich nicht mehr so allzu toll auf, ne? So, Code kommt wieder weg. 1, 2, 3, 4. Okay, mal sehen, ob wir jetzt Glück haben. Wieder Elektroenergie. Das ist kein gutes Zeichen für eine Aquana-Box. Okay, versuchen wir es. Wir haben Kranowitz. Cooles Pokémon an sich. Dann haben wir... Oh! Fandra. Spukschuss und Kehrtwind. Ich meine, das ist ein cooles Pokémon an sich. Costurso. Kann man halten davon, was man will, ne? Verzeihung. Sehr wohl, oder sehr wohl. Dieses Dienst-Pokémon. Dann haben wir Galaflampion. Wir haben Pampam, das auf beste Zeiten wartet. Wir hatten ein niedliches kleines Volley. Wir hatten ein Vegimak. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ausschwärmen! Durchsuche, dann deck noch einen weiteren Raupi. Oh, ich liebe diese Karte gerade. Die ist wirklich schick. Und Sanganabis. Ne?
Könnte besser sein. Aber das Raupi... Oh, das Raupi ist wirklich schick. Er ist relativ häufig, ja. Scharfstellen bitte. Soll das? So. Noch das Raupi, das mag ich. So. Dann nehmen wir noch Drachenwandel zu haben. Da könnte theoretisch was Cooles drin sein. Theoretisch, ja. Falls nicht, dann... Mein Gott. Wir haben immerhin... Oh, was soll denn das? Komm raus da. So. Komm jetzt raus da. So. Karte kommt wieder weg. Ja, dann haben wir immerhin ein paar coole Aquana-Karten. Ich meine... Das ist doch auch schon mal was. Okay, wir haben eine Psychoenergie. Wir haben ein Sedimantur. Ich würde mir wünschen, dass das Ganze eher scharf gestellt wird. Na jetzt. Dann haben wir einen Flöter. Naja, warum auch nicht. Dann haben wir einen fokussierten Angriff. Bissdrachenrolle. Was auch immer. Ein Erbiss, das wieder so knetmäßig aussieht, was ich sehr, sehr mag. Das kann zertrampeln und Kürbis, Kürbisloch, okay. Ein Tentacher, warum nicht? Ein Emolga mit Donnerschock. Standard. Ein Yorklef, das führen kann. Und Tackle natürlich. Oh, ein Knapfel, das Walzer kann. Das wird aber nicht stärker, ist nur 10. Dann haben wir ein Funkelfunkel-Wablu. Ich finde diese Artstyle hier ziemlich cool. Und wir haben ein... Ramovi. Das sieht schick aus. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das habe ich schon. Aber es sieht wirklich schick aus. Ramovi ist wirklich ein cooles Pokémon, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Gut, und dann werden wir schon beim letzten Booster. Abgesehen von Aquana. Die Ausbeute ist nicht ganz so cool. Und vorher habe ich ja nicht die ganzen Pins. Das heißt, die ganzen, die zwei. Machen wir einfach dahin. So, Zapdos, ich hoffe, du bringst uns ein bisschen Glück. Du bringst uns hoffentlich ein kleines bisschen Glück in dieser dunklen, dunklen Zeit. So, man kann es auf jeden Fall schon mal sehr gut auspacken. Code kommt wieder weg. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt machen wir es wieder richtig spannend. Wir machen das einfach mal so, damit wir wirklich nichts sehen können. Wir haben eine Stahlenergie. Packen es einfach da drauf, ne? Dann haben wir Alpollo, was Irrlicht kann. Dem Gegner aber keine Verbrennung hinzufügt. Naja. Dann haben wir Sophora. Wähle eines oder beides aus. Nimm bis zu zwei Pokémon aus deinem Ablagestapel auf die Hand. Nimm bis zu zwei Basis-Energiekarten aus deinem Ablagestapel auf die Hand. Warum sollte man dann nur eines machen? Ich meine, ich bin jetzt nicht so tief drin in dem Pokémon Trading Card Game, aber ich meine ja nur. Ein Seong? Süß? Ich meine, Master-Pokémon. Dann haben wir ein Voltilam. Euler, statischer Schock, warum nicht? Dann haben wir Octopus, wieder so im sehr coolen Artstyle. Leute, es wird euch verprügeln. Seht ihr nicht, dass es euch verprügeln will? Ist ja gut, ich lasse es. Dann haben wir ein Galafleckmon. Hatten wir zuvor schon, aber das sah anders aus. Schärfe und Kopfnuss, okay. Dann haben wir ein Baldorfisch. Ich meine, das ist keine Stachelexplosion. Ich meine, warum nicht? Dann haben wir ein Elitzeber, das episch auf einem Eisblock steht, aus Gründen, und Donnerspeer beherrscht. Und wir haben Porygon 2. Ich meine, ist jetzt nicht das stärkste Pokémon der Welt, aber irgendwie mag ich es. Und zum Schluss, Leute, haben wir Bam Bam Bam. Ogner. Warum? Galar Ognatol, als ob es ein anderes Ognatol gäbe. Ich meine, ich mag Ognatol irgendwie. Boshafte Tafel. Ja gut, ne? Die Ausbeute war jetzt vielleicht nicht so das Wahre. Aber wir haben eine wunderschöne große Aquana-Karte. Wir haben zwei kleine Promo-Aquana-Karten. Wir haben ein wunderschönes Raupi. Und ja, Leute. Leider war es das schon mit der Aquana VMAX Premium Collection.
Nette Sache, wie gesagt, ich liebe Aquana schon seit sehr vielen Jahren. Ja, ihr könnt es euch selber ausrechnen, Pokémon Blau damals. Fantastische Box, leider nicht so viel Glück, aber hey, wir haben zwei Pins abgestaubt, warum auch immer. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!